machen heute Käsekuchen-Muffins und was wir dafür brauchen, das zeige ich euch gleich. Vorher möchte ich mich aber bei euch bedanken, denn ich habe bei YouTube jetzt die 1000er-Marke geknackt und das freut mich total, denn ich hätte ja niemals gedacht, dass mir so viele Leute folgen und meine Videos angucken möchten. Und da macht es natürlich besonders Spaß zu backen und für euch was zu kreieren. Und ja, das freut mich einfach total. Vielen Dank nochmal. Jetzt starten wir. Wir brauchen für die Muffins 750 Gramm Quark, 150 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Packung Puddingpulver, 4 Eier. Dann habe ich noch etwas Zitronenaroma und zum Schluss könnt ihr optional noch ein bisschen Puderzucker nehmen zum Bestreuen. Das ist ja euch überlassen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, wir fangen an und verrühren die Eier und den Zucker erstmal schaumig. Jetzt kommt noch ein bisschen Zitronenaroma dazu. Ein paar Spritzer. Der Vanillepudding. So, dann verrührt ihr das Ganze eben kurz. Jetzt brauchen wir nur noch den Quark langsam unterrühren und dann sind wir eigentlich schon fertig. Dann könnt ihr jetzt auch schon mal den Ofen anmachen und zwar auf 160 Grad. Umluft und die Muffins werden dann auf unterste Schiene gebacken. 25 bis 30 Minuten, da müsst ihr natürlich wieder aufpassen, denn jeder Ofen ist anders, das wisst ihr ja. Aber so 25 Minuten auf jeden Fall.